Hallo Freunde, heute wollte ich eigentlich mit euch ganz gerne eine wichtige Warnung teilen. Und zwar geht es darum, um so eine kleine Tücke bei einem Hybridfahrzeug, die man einfach unterschätzt oder die ich auch mal unterschätzt habe. Zum Glück ist aber nichts passiert. Wenn ihr das wissen wollt, los geht's. So, wir nehmen an, wir sind gerade angekommen. Das Auto ist noch angeschaltet. Man beschäftigt sich kurz mit irgendwelchen anderen Sachen. Ja, muss vielleicht irgendwas aus der Tasche holen oder sonst was auch immer. Denkt nicht mehr dran, und dass das Auto an ist. Ja, und ja, hat sich gerade abgeschnallt. Ne, also, da blinkt was, achtet man ja nicht so drauf. Ne, und lässt kurz unachtsam die Bremse los. Und was passiert da? Der Wagen rollt los. Ja, ich zeige euch nochmal. Gut. Ja, der meckert jetzt auch schon. Also so eine Unaufmerksamkeit. Ich fahre einmal zurück damit, wenn ich meckert. So eine Unaufmerksamkeit ist schnell passiert. Denn der Wagen als solches ist ja aus. Also was heißt aus? Der Motor, der Verbrennungsmotor, der läuft nicht. Man hört keine Geräusche. Und gerade für die Leute, die gerade von einem normalen Verbrenner auf Hybrid umsteigen, ja. Ich bin ja auch ein Frischling erst. Ja, ich fahre den Wagen auch erst seit, ja, noch nicht mal 2 Monaten, glaube ich. Das ist schnell passiert, dass man einfach nicht dran denkt, dass man noch in Gang ist, ne, und eben die Bremse loslässt, weil der Motor ist ja aus. Und zack ist es passiert, der Wagen rollt, ja, nach hinten. Also wenn ich von der Bremse gehe, ich zeige euch das immer, gehe kurz von der Bremse, der Wagen rollt. Oder halt, wenn man in Dauerlauf ist, ja, also auf D und geht kurz von der Bremse, ja, dann rollt er auch nach vorne, ja. Das ist eine feine Sache. Okay, wieder zurück. Das Piepsen, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist eine feine Sache, wenn man irgendwo in Stau steht natürlich, ja, weil du musst noch nicht mal Gas geben. Du gehst kurz vor der Bremse, das Auto ist gut geladen, geh mal kurz auf K, Batterie ist voll und der rollt einfach nur ohne Motorunterstützung, also ohne Benziner, quasi nach vorne. An sich eine ganz feine Sache, aber wie gesagt, man muss wirklich darauf achten, dass man das nicht irgendwo, wenn man gerade eingeparkt hat und ganz zufällig steht vielleicht auch noch einer vor dir, ne? Also ich sag mal, wenn so Büsche sind jetzt wie jetzt, ist ja relativ egal, aber ich sag mal, wenn einer vor dir steht, naja, sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man halt nicht von der Bremse geht, ja. Tatsächlich auch erst, wenn der Motor aus ist, also wenn ich jetzt ausmache, ja, dann kann ich natürlich die Bremse loslassen, da passiert gar nichts. Und am besten natürlich, wenn die Handbremse drin ist. Ja. Wenn die Handbremse drin ist, dann passiert auch nichts, wenn wir jetzt den Motor anmachen. Ja. Und wir gehen auf Dauerlauf. Ich lasse die Bremse los. Ja. Da passiert trotzdem gar nichts. Warum? Weil die Handbremse natürlich stark genug ist, um dagegen zu wirken. Ne. Aber es ist natürlich die ganze Zeit auch eine Belastung auf die Handbremse, denn wenn ich jetzt die Handbremse mal loslasse, ich zeige euch das mal, zack, dann rollt der Wagen direkt nach vorne. Also das ist auf jeden Fall nicht gut. Ich mache mal aus. Das ist definitiv eine Belastung. Das heißt, wenn wir irgendwo stehen und auf der Bremse sind, ist das Fahrzeug immer unter Last und das geht natürlich auf, ja, auf die Kupplung, ne? Oder auf, also da quasi, wo der Motor mit den Rädern gekuppelt ist. Ja, aber dabei, also das ist, mach mal kurz aus, damit das nicht piepst, aber wie gesagt, das ist halt, dafür ist der Wagen ausgelegt, das geht, aber worauf man wirklich achten sollte, ist tatsächlich, wenn man irgendwo eingeparkt hat, dass man als erstes den Wagen ausmacht und dann alles andere erledigt, um nicht aus Versehen von der Bremse zu gehen und irgendwie aus Versehen irgendwie nach vorne oder nach hinten zu rollen, ohne dass man das möchte. Ja, Freunde, von meiner Seite war es das. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, danke für eure Abos und Likes.